Auf Mallorca habe ich einmal ein Märchen gehört, das einem die Haare zu Berge stehen lässt. Wirklich wahr. Es ist eine Geistergeschichte, die ich nur sehr selten erzähle, weil sie nur Kinder hören dürfen, die keine Angst haben. Aber da ich euch alle bereits kenne und weiß, dass ihr furchtlos seid, werde ich sie euch heute erzählen. Es war einmal ein Junge namens Biel, der mit seiner Mutter Catalina auf Mallorca lebte. Da sie sehr arm waren und keine Bleibe hatten, zogen sie Tag ein, Tag aus durch die Straßen der Insel und baten um Almosen oder ein wenig zu essen. Eines Nachmittags gingen Mutter und Sohn hungrig und frierend einen einsamen Weg entlang, als plötzlich dunkle, schwarze Wolken am Himmel aufzogen. »Sieht nach einem heftigen Gewitter aus«, sagte Biel, als er die ersten Tropfen auf seinem Kopf spürte. »Wir sollten einen Ort suchen, wo wir die Nacht geschützt verbringen können.« Tatsächlich, nur 5 Minuten später goss es bereits wie aus Eimern. Biel und Catalina rannten den Weg entlang und endlich, als sie bereits triefend nass waren, sahen sie hinter einer Wegbiegung ein Haus auf einem Hügel stehen. »Wir sind gerettet«, rief Biel aufgeregt. »Gehen wir hin und bitten den Hausherrn, ob wir uns irgendwo unterstellen dürfen.« Sie kletterten über eine niedrige Steinmauer und näherten sich dem Haus in der Hoffnung, dort das Ende des Gewitters abwarten zu können. Doch je näher sie dem Haus kamen, desto mehr beschlich sie das ungute Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Aus dem Schornstein kam kein Rauch, obwohl es bitterkalt war. Und hinter den Fenstern brannte kein Licht. Dann bemerkten sie, dass die Haustür aufgebrochen war und sperrangelweit offen stand. Das war doch nicht normal. Es musste sich um ein verlassenes Haus handeln. »Niemand da?« riefen sie einige Male, als sie die Haustür erreicht hatten. Und etwas lauter, »Ist jemand zu Hause?« Aber niemand antwortete. Das einzige Geräusch war das Heulen des Windes. Irgendwann wollten sie nicht länger warten, denn sie waren schon vollkommen durchnässt. Und da sie kein Lebenszeichen hörten, trauten sich Biel und Catalina endlich hineinzugehen. Vorsichtig tasteten sie sich im Dunkeln voran, bis sie auf dem Küchentisch einen Kerzenstumpen entdeckten. Mit einem Streichholz zündeten sie ihn an und setzten sich an den Tisch. Draußen krachte der Donner und die Regentropfen schlugen gegen die Fensterscheiben. Sie wurden gerade etwas ruhiger, als sie plötzlich eine Stimme hörten. »Bringt mir ein Licht! Bringt mir ein Licht!« Vor Schreck gefror ihnen das Blut in den Adern. »Mutter, hast du diese Stimme auch gehört?« fragte Biel ängstlich. »Sei ruhig, Biel. Ich habe nichts gehört«, antwortete Catalina nervös. Nach einer Weile dröhnte die geheimnisvolle Stimme erneut durch das ganze Haus. »Bringt mir ein Licht! Bringt mir ein Licht!« Überzeugt, dass es sich um den Besitzer des Hauses handeln musste, folgten Mutter und Sohn der Stimme und gingen die Treppe hinunter. »Bringt mir ein Licht! Bringt mir ein Licht!« wimmerte die Stimme ohne Unterlass. Biel und Catalina gingen einen Korridor entlang, der sie bis zu einer halb geöffneten Tür führte. »Hier ist es, Mutter. Die Stimme kommt aus diesem Zimmer«, sagte Biel und er merkte, dass seine Beine vor Angst schlotterten. Ganz langsam öffneten sie die Tür und gingen so leise wie möglich in das Zimmer hinein. In einer Ecke stand ein großer Sessel. Darin saß ein Mann, ein sehr alter Mann, bestimmt über 100 Jahre alt, mit einem weißen Bart, der so lang war, dass er bis auf den Boden reichte. Und das Merkwürdigste war, in seinen Händen hielt er ein offenes Buch.
Komm her, Junge. Hab keine Angst, sagte der Greis. Bring mir die Kerze. Ich kann sonst nicht lesen. Biel hielt ihm die Kerze neben das Buch. Danke, mein Sohn. Jetzt kann ich wieder sehen. Und damit begann der Alte zu lesen und verschlang Seite um Seite, ohne einen Mucks von sich zu geben. Nach einer ganzen Weile, als Biel der Arm schon schmerzte, schlug der Alte das Buch plötzlich zu. Dann blickte er langsam auf und sagte: Dank deiner Hilfe konnte ich das Buch zu Ende lesen. Ich dachte schon, dass ich es niemals schaffen würde. Ich bin seit 75 Jahren tot. Ganz plötzlich bin ich gestorben, an einem regnerischen Nachmittag wie heute, während ich in meinem Sessel saß und dieses interessante Buch las. Noch niemals in meinem Leben habe ich etwas unvollendet gelassen. Und deswegen konnte ich nicht ruhen, bis ich es zu Ende gelesen hatte. Dank dir ist es mir nun endlich gelungen. Jetzt kann ich getrost in den Himmel fahren. Aber vorher möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Er zeigte auf ein Versteck im Boden des Zimmers und verriet Biel, dass er darin einen Schatz finden würde. Eine Truhe voller Goldmünzen, die er ihm und seiner Mutter geben wollte. Zum Dank dafür, dass sie so freundlich gewesen waren, ihm zu leuchten und er so sein Buch zu Ende lesen konnte. Biel kroch in das Versteck hinein und als er kurz darauf wieder zum Vorschein kam, trug er, zu Catalinas Entzücken, eine Truhe, die mit Goldmünzen gefüllt war. Sieh nur, Mutter, wir sind reich, sagte Biel und grinste wie ein Honigkuchenpferd. Ich glaube, von nun an werden wir nie wieder Hunger leiden müssen. Kurz darauf sahen Biel und Catalina, wie der ehrenwerte alte Mann sich langsam in Luft auflöste und verschwand, als wäre er ein Geist. Auf Wiedersehen, guter Mann. Ruhe in Frieden und vielen Dank für den Schatz, rief Biel, als der Alte kaum noch zu sehen war. Diese Geschichte ist schon einige Jahre her. Mit dem Schatz kauften Mutter und Sohn dieses heruntergekommene Haus und verwandelten es Stück für Stück in ein hübsches Landhaus mit Mandelbäumen im Garten, die jedes Jahr pünktlich zu Frühlingsbeginn blühen. Biel und Catalina wissen, dass es das schönste Haus der Welt ist. Und darin leben sie glücklich und zufrieden. Dem schwachen Licht einer Kerze sei Dank, die einem Geist bei seiner Lektüre leuchtete.